Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von GTA Vice City Stories hier bei uns auf dem Kötwig-Kanal. Ja, ich habe mir noch unseren Feuerwehrwagen aus dem letzten Pod geschnappt und bin hier schon mal 7 Minuten des Brüdern gefahren. Es gab jetzt auch wirklich die ganze Zeit keinen Gangangriff. Die Sharks sind wirklich tot. Wunderbar, sehr angenehm. Und ja, die Mendes-Brüder, die einzigen, bei denen wir momentan Missionen haben. Und ich würde sagen, wir fackeln mal wieder nicht lang, sondern beginnen gleich mit der ersten. Hostile Takeover. So, now we're together. And yet, business is hard. This industry is full of criminals. Oh, yeah? Money can be so corrupting. I find it very distasteful. Well, you know, that's the deal with the drugs trade. It attracts the wrong sort. Quite. Are you trustworthy, friend? I don't know. After what I've been through recently, I'd say probably not. Great! Honesty is a very attractive quality. I'm promoting you, Vic. So, thanks. What do you need me to do? Head to Vice Point. The people there have been ripping me off for years. Remove them and set up shop. We need a place we can distribute product from. Look, I ain't interested in that side of the business. Unfortunately, you don't have a choice. Now, Vic, please, go. Naja, was heißt, wir haben keine Wahl? Ich meine, er könnte uns erschießen, wenn wir es nicht machen. Aber was ist, wenn wir ihn zuerst erschießen? Und seinen Bruder und, weiß nicht, haben die so ein riesiges Kartell, die Mendes-Brüder? Ich meine, es sind hohe Tiere, aber haben die so ein riesiges Kartell, dass die uns stocken können? Vor allem ohne Anführer dann. Egal. Wir sollen zu einem Betrieb nach Vice Point gehen. Ein Biker-Betrieb, okay. Zum Glück keiner von uns, da hätte ich gestreikt. Ich frage mich, was jetzt gewesen wäre, wenn wir irgendwie schon alle... Oh, ein Schocksauto, was macht das denn hier? Ich frage mich, was wäre, wenn wir irgendwie schon alle Betriebe eingenommen hätten. Hätten wir dann jetzt unseren eigenen Betrieb angegriffen oder wie? Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, weil ich das damals, als ich das auf der PS2 gespielt habe, auch nicht so hatte. Aber gut, wir sollen den Betrieb für die Mendes-Brüder einnehmen. Und die schießen auch schon auf uns. Warum schießen die schon auf uns? Wir wissen doch gar nicht... Warum ziehst du auf den Zivilisten? Leg den fetten Gay-Biker da oben. Hier unsere White Stallions. Wo kommen die überhaupt her? Hier kommen die gerade vom Strandparty oder wie? Hey, Mortuary Me. Wo schießt der Pistole da? Wo schießt der einer mit der AK rum? Das gefällt mir nicht. AK ist nicht cool. Boah, Polizei. Schieß doch erstmal auf den mit der scheiß AK. Wieso schießt die Polizei auf mich? Die Biker haben zuerst auf mich geschossen. Ich mach nur Notwehr. Nerv mich nicht. Geht alle weg. Ich habe keine Zeit für euch. Mein Schutzweste ist schon weg. Und da kommt die Verstärkung. Na, wunderbar. Ah, die setzen auf. Oder hauen die jetzt ab? Schalte die verbleibenden Biker aus, okay. Auto. Mit 2 Sternen natürlich jetzt nicht so angenehm. Geh raus hier in dein Bikini. So. Wahrscheinlich dachte ich, komm mit und hilf mir. Hätte ich dir meine Waffe an Land gedrückt und hätte ich einen Drive-By machen können. Wieso werden zumindest auch nicht die Biker von der Polizei verfolgt, sondern nur ich? Ich erahne da irgendwie irgendwelche bösen Machenschaften, dass die Polizei mit den Bikern zusammenarbeitet. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, was ist denn? Ich bleibe hier aber auch gerade an jeder Kackecke hängen, ohne Witz. Ja, genau. Richtig reinhalten da, liebe Polizisten. Wieso steigst du aus? Ich habe gar nicht aussteigen gedrückt. Vielleicht bin ich aus Versehen draufgekommen, aber ich habe es nicht aktiv gedrückt. Ich brauche ein neues Auto. Leute, ich muss kurz umsteigen. Der Wagen, den wir gerade hatten, unser schöner Sentinel, der hält nicht mehr so viel aus. Zum Glück hat die Polizei hier die Gruppe ein bisschen getrennt. Was ist mit dir los?
Also ein bisschen hat uns die Polizei dann doch schon geholfen, indem die da mal in die Bike reingefahren ist. Reingefahren sind. Alter. Na gut, machen wir erstmal den noch. So. Und den letzten, den schnappen wir uns da auch noch. So. Sehr schön. 1000 Dollar Belohnung gibt's für uns. Und ich glaube, Zahltag ist da oben. Ja, genau, bei 99.000 Dollar stehen wir jetzt. Wir können ja mal ins Einkaufszentrum gehen. Und da mal ein bisschen umschauen, was es da so gibt. Wie das im Vergleich zur City aussieht. Hier sind die Fressläden. Weil da gibt es ja jetzt sicherlich auch irgendwo wieder den Ammunition. Fashion Mode. Ich glaube, da können wir uns aber nichts besorgen. Ne, hier ist nichts. 99.000. Bald haben wir die 100.000 zusammen. Sehr schön. Da ist der Bücherladen. Hier ist gar kein Geschäft so richtig. Bei Vice City war hier an einem Ende das große Gash-Mode-Geschäft. Ah, da drüben. Coming Soon steht da dran. Also ist im Aufbau. So, wo ist hier der Ammunition? Der ist so links irgendwo. War der nicht in der Ecke hier? Wenn ich mich recht erinnere, aber da haben wir doch gerade geguckt, haben wir den bloß nicht gesehen. War der vielleicht hier vorn? Ne, das sieht nicht nach Ammunition aus, das sieht eher nach Juwelier aus. Was ist denn der Ammunition? Oder ist der hier in dem Teil oben? Früher war der zumindest unten. Oder sehe ich den gerade einfach nicht? Bin ich gerade doof? Jetzt mal ohne Witz. Der ist in der Ecke hier. Unten links quasi. Das ist unten links ist hier. Ich war gerade zu doof, den Kompass zu lesen. Ich habe mich geguckt, wo Norden ist. Ach ja. Ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Laufen wir eben ein Stück länger. Grüß dich. Den Equalizer, der ist sehr schön. One-Shot-Revolver. Eigentlich ganz nice. Aber naja. Sturmgewehr ist natürlich nochmal eine Nummer besser wie die AK, aber die AK, bei der bleiben einfach mal noch. Präzisionsgewehr und eine Minigun, die gibt es aber noch nicht. Ja, wir bleiben einfach mal bei unserer kugelsicheren Weste. Wie sieht es eigentlich mit Missionen aus? Bei wem haben wir denn jetzt was? Gar nicht, aber wir haben eine Nachricht von Lance. Schwing deinen Arsch hier rüber, Bruder. Okay, dann schwingen wir mal unseren Arsch. Oder wir gehen erst zu den Mendes-Brüdern. Das ist nicht so weit. Bis zu Lance müssten wir jetzt erst wieder ganz darunter fahren. Die Mendes-Brüder sind doch gleich in der Nähe. Ich würde sagen, wir bleiben bei denen. Lance muss mal noch... Okay, geht auch. Nee, geht nicht. Ich muss hier hoch. Lance muss noch ein kleines bisschen warten. Ich hoffe, das ist nicht so dringend. Dass der noch ein Part oder so warten kann. Die Mendes-Brüder sind einfach gerade näher dran. Und die wollen sicherlich auch... dass wir sie zufriedenstellen. Sonst geht's uns halt in den Sack. So. Rockstar. Kann man sich mal ein bisschen die Skyline bei Nacht anschauen. Irgendwie zumindest, wenn man... Ich weiß nicht, wie es... Die Sharks fahren jetzt zumindest so noch rum. Die sind zwar jetzt nicht mehr so als Gang aktiv, dass die angreifen und die Betriebe attackieren, aber an sich fahren die schon rum. Ich habe irgendwie beim Let's Play nie so richtig groß Zeit, mir mal so ein bisschen die, oder was heißt Zeit, ich mach's einfach nicht. Ich achte da nicht so drauf, mir die Umgebung so anzugucken, mal von der Ferne so eine Skyline oder so. Irgendwie bei Let's Play, beim Let's Play ist das so selten der Fall. Gut, weiter geht's mit Unfriendly Competition. Excuse me. Mr. Mendes. Armando, aquí, tus amigos. Nice talking to you too, pal. Ich glaube, er ist das Englische nicht mächtig. Nur so eine Vermutung. Ah, my brother. What a conversationalist. Only today we were discussing philosophy. He is a great fan of Plato, but I have always been more Aristotelian. I think perhaps that is why he is so happy, and I am so weighed down by worry. What do you think? Me? Shit.
the world is full of suffering, then you die. See? I knew we were of one mind, you and I. Which is why I know you will feel this slight as much as me. Here we go. Some crooks have shown their contempt for us by using our home as an entryway for drugs into this fine nation. Like you. Exactly. Plagiarism. It is an insult. I hope you're wise enough to see that if you let a man insult you, before long he will try to kill you. You must kill these degenerates. You'll find them near Ocean Beach. Tja, klingt ja ganz simpel, ne? Der erste Drogenkurier entspannt sich zu Hause, begibt sich dorthin. Ich glaube, ich erinnere mich an diese Mission. Ich glaube, ich erinnere mich. Und wenn ich richtig bin, dann holen wir uns hier noch dieses Herz, weil das kann ganz schön in die Hose gehen. Wenn das die ist, an die ich gerade denke. Ich glaube, das ist die. Uiuiui. Und bei Lance kommt auch noch eine Mission, die, ich glaube, angenehmer ist als das hier, aber die ich damals auf der PS2 im jungen Alter absolut nicht leiden konnte. Kann sein, dass die jetzt auch schon die nächste Lance-Mission ist, aber so viel dann dazu, wenn es soweit ist. Erstmal der Spaß hier und ich glaube, das war auch ätzend. Gut, erledigen Drogenkurier und seine Bodyguards. Das wurde jetzt noch der entspannte Teil. Nein, nicht du. Auch nicht du. Boah, ich hasse das manchmal. Ja, weißt du, und die sehen mich ja schon, die Wichser. Ja, ist klar. Gleich ist wieder der Polizist da. Der Polizist ist instant wieder da. Und haut mich mit seinem scheiß Stock. Piss dich doch einfach mal, du Wichser. Lass mich in Ruhe. Die Vice City ist hier genau neben meinem Auto steht, das scheiß Drecksmotorrad. Die ganze scheiß Stadt ist hier voller Polizei und nichts anderes. Verfickt euch doch alle mal in den. Nur Polizei hier. Überall, wo man hinguckt. Kann hier nichts machen, ohne dass neben einem schon Polizei und Motorrad steht. Meine Güte. Ich bin gerade, glaube ich, sowas von falsch. Ja. Ein Stress. Komm, runterfahren, Ruhe. Ich brauche die Kraft für den Part, der jetzt, glaube ich, kommt. Ja, lass mich alle in Ruhe. Genau, ich glaube, das ist das. Ja, fort mal. Leckt mich halt. Leckt mich alle. So. Ja, das ist es. RIP. This is a private party, pal. Yeah? Well, this is a public execution. Holy shit! Get him, girls! Mhm. Ihr seht richtig. Motherfucker. Fuck. Ui, schnell hier runter. Wir brauchen unbedingt Deckung. Denn all die Mädels hier mit AKs, mit M4s, mit MPs, hier wird scharf geschossen. Hier wird richtig scharf geschossen. Wenigstens sind die Polizeisterne weg. Und dann spawnen die auch noch hinter uns. Schieß doch mal! Meine Güte. Es werden halt auch nicht weniger. Die treffe ich nicht mal. Und spawnt hinter uns wieder was. Ja, wieder direkt hinter uns gespawnt. Das ist so eine richtige Assi-Mission. Wieder hinter uns. Das ist so eine Wichse, diese Mission. Ohne Witz. Ich hab's gewusst, dass wir hier verrecken werden. Meine Güte, das ist so eine richtige Assi-Scheiße. So, gib mir meine Waffen wieder. Jetzt haben wir noch nicht mal eine Schutzweste. Ja, Zolltag. Boah, Junge.
wenn die Mädels wenigstens nicht dauernd nachspawnen würden, sondern nur die, die halt da stehen und zumindest meinetwegen halt vor einem spawnen. Aber wenn die ganze Zeit hinter einem spawnen mit MP5s und AKs, was soll man denn da machen? Das ist so ein... Vice City hat Stories, hat hier so eine richtige Wix-Mission damit. Die ist so richtig Müll, richtig Crap. Ich glaube, da ist die, die ich vorhin angesprochen habe, von Lance, die, wie gesagt, ich glaube, es könnte, dürfte die nächste sein. Die ist da noch echt human dagegen, weil die, glaube ich, auch nicht so schlimm ist. Die war nur damals ein bisschen ätzend, weil ich noch klein und dumm war. Kriege ich hier, ich habe halt keine Ahnung, hier bei Vice City die Spawns von Schutzwesten sind. Ich weiß nicht, ob ich in der Nähe noch eine herkriege. Ich meine, es gibt ja halt doch... Boah, Alter! Schieß doch nicht die Frau ab, wenn ich in diese scheiß Richtung gucke. Nein! Das mit dem Ziel ist ja genauso AIDS manchmal. So, und dann sind wieder zwei Sterne. Ich glaube, die sind hier schon bald vorprogrammiert. Jetzt hier eine Schutzweste. Ich weiß, dass bei dem Pool, wo wir davon bei den Damen waren, da gab es ein Health-Pickup. Da konnte man sich nochmal ein Herz einsammeln. Aber hier gibt's nichts, wie es aussieht. Ja. Nervt mich nicht. So. Guter alter Hubtrick. Dass die Polizei wegbleibt. Und jetzt geht mich alle auf den Keks. Weiß ich wieder, dass wir hier einen Platten haben. So, dann müssen wir durch. Bei Vice City könnte ich jetzt ohne Probleme ein paar Pickups mir holen. Oh Gott. Drecksplatten, ey. Aber hier bei Vice City Stories, wie gesagt, das habe ich einmal durchgespielt. Das ist schon, keine Ahnung, mehr als genügend Jahre her. Ich kann mich da wirklich an kaum noch was erinnern. Erst recht nicht an solche Pickups. Ja, versuchen wir es einfach mal ohne, ne? Wir hatten zwei Tage, wir können uns unsere Waffen im Notfall wieder zurückholen. Vielleicht. Ja, kehr um. Zieh doch mal auf die Fotze da oben. Das, die können schon auf mich schießen, aber ich nicht. Zieh doch mal die scheiß Schlampe da im Busch an. Jetzt ist schon wieder jemand da. Nervt mich nicht. Stirb einfach. Du auch. Spawnt genau da. Und ach, jetzt ist ja auch das Tor zu. Natürlich. Natürlich. Boah, es ist nachgespawnt. Das Herz ist zumindest nachgespawnt. Ja, immerhin etwas. Immerhin etwas. Es ist hier das Ding, die spawnt. Die können auf mich schießen, aber ich nicht auf die. Aber zumindest scheinen jetzt die entweder sind genügend am Leben oder die Nachspawner sind jetzt schon leer. Nein, die spawnen. Bleib doch nicht zum Nachladen stehen, du Vollpfosten. Und hier ist wieder jemand gespawnt. Und wieder ist hier... Das ist doch so eine Scheiße. Man kommt hier nicht aus diesem Gebiet raus. Das ist zu. Man kommt hier nicht raus. Und es spawnen 100.000 Leute alle nach. Und direkt alle hinter einem mit AKs etc. Es ist doch so eine Wix-Mission. Ohne Witz. Einmal probieren wir es noch. Ansonsten kann mich die Scheiße mal hier. Meine Güte. So eine Müllmission. Das ist unglaublich. So was Unfaires. Ich glaube, das ist die unfairste Mission in ganz GTA, im ganzen Universum. Alle Missionen sind human und machbar, außer diese Wichse hier. Ja, unfriendly competition für den Arsch. Boah, meine Güte. Macht mich das fertig. So, erste Drogenkurier. Dass man auch immer erst da nochmal hinlatschen muss und den wegklatschen muss. Gott. Alles gut. Es ist alles gut. Wir fahren jetzt nochmal
ins Einkaufszentrum. Ich hole mir nochmal eine Schutzweste. So, wir machen das jetzt ganz entspannt, ganz in Ruhe. Alles ist okay. Rennen jetzt hier mit dieser AK ins Einkaufszentrum rein. Das wird schon keinen stören. So. Und dann holen wir uns noch eine scheiß Schutzweste. Eine Sniper hilft mir hier nicht. Ich weiß nicht, ob die M4 die größere Range hat. Wir holen jetzt mehr hier. 10.000 Dollar, wir haben genug Geld. Hauen wir mal für die M4 raus. Vielleicht hat die ja eine größere Range und wir können die von weiter weg anvisieren als mit der AK. Vielleicht haben wir da dann jetzt noch einen kleinen Vorteil. Ansonsten, keine Ahnung. So. Ja, wir machen das jetzt ganz in Ruhe, ganz konzentriert. Am besten bleibe ich da in der Nähe von dem Herz-Pickup, wo ich am Anfang beim letzten Versuch stand, stehen. Weil in den Ecken da spawnen sie, da sind sie dann immer direkt hinter einem. Das ist scheiße, deswegen lieber ein bisschen in der Mitte bleiben. Dann ganz von beide Seiten offen und da spawnen sie wenigstens nicht direkt hinter einem. So, natürlich ist die Polizei dann auch schon wieder hier. Aber wobei, wie es aussieht, hat man da sowieso zwei Sterne bekommen, von daher... Ja, Überraschung, ihr Wichser. So, ich habe einen Stern. Ich habe einen Stern und schon ist die Polizei wieder da. Hallo! Fick dich doch mal. Mit seinem scheiß Schlagstock denkt wohl auch, der wäre der größte Babbo hier oder was. Meine Güte. Ja, wie, verpisst euch einfach. Haut ab, tschüss. Alter. Ja, steigt alle aus, ihr Vollidioten, ich bin weg, schon. Ah, Platten haben auch schon wieder, das ist ja exquisit. So macht GTA Spaß, meine Damen und Herren. Die M4 macht zumindest auch mehr Damage. Vielleicht brauchen wir einfach die M4 für diese scheiß Mission. Wir haben zwar jetzt auch schon ein bisschen durch den lieben Herrn Polizisten, wo wir mal wieder das Feuer nicht eröffnet haben, ein bisschen Schutzweste verloren und drauf geschissen. So, lass mich mal kurz hier lang. So. Ja. So, verpiss dich. Schläft denn auch beim Nachladen immer fast ein, ne? Fall doch nicht darunter, du Fotzkopf. Die größere Range hat die Waffe schon. Macht auch mehr Damage. Boah. Wegen diesem scheiß Geländer stirbt die Alte nicht, oder was? Sind hier hinten wieder welche gespawnt? Mädel. Verpiss dich. Geh lieber auf den Strich, da machst du noch was Vernünftiges. Alter, die steht da hinten. Visier sie doch mal an. Der hat einfach keinen Bock, wisst ihr, die steht mir so scheiß AK da hinten. Und klatscht hier alles weg. Und ich mit der M4 muss auf 2 cm rangehen, damit ich die treffe. So, ihr scheiß Fotzennüttenschlampen, ey. Geht mir alle auf den Piss. Natürlich kann ich den nicht anvisieren, da muss ich erst wieder hinterher eiern. Wenn ich jetzt hier rip, ey, ich bin so mad. Ich sag's euch. Diesen Wichser, den Knall mit einfach da runter. Oh, da steht der Buggy für die Strandpatrouille. Hallo, ich schieße.
Er wirft Granaten. Ja, dann wirf Granaten, du voller Arsch. Witze, du. Was willst denn du mit deinem Hubschrauber da? Verpiss dich. Meine Fresse, 1300 Dollar. Neues kaufbares Objekt beim Strandhotel. Ich glaube, da können wir uns jetzt hier dieses Quad kaufen. Drüben beim unserem Schrottplatzversteck auf der anderen Hälfte, da können wir uns jetzt auch ein ATV kaufen. Ein Fahrzeug, was auf Wasser sowie auf dem Land fahren kann. So, und boah, war das eine Scheiße, diese Mission. Gott sei Dank haben wir die hinter uns. Ich glaube, da wird die Lance-Mission, die uns bevorsteht, die wird sehr, sehr viel angenehmer. Jedenfalls, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.